Fall Hamza, der macht diese Dua und am nächsten Tag wacht er auf und er sagt, ich hatte Iman in meinem Herzen. Jetzt gebe ich euch ein Beispiel. Einmal, ich war bei einem Vortrag gewesen in Bayern, Ingolstadt. Und das war Islam und Terrorismus. Islam gegen Terrorismus etc. Weil wir sind ja lieb, ne? Wisst ihr ja. Naja, weil die tun ja immer so, als wenn wir so radikal sind und so. Ne? Aber ich meine, heutzutage ist ja jeder radikal, der keine Currywurst ist. Ne? Also der Muslim, der Currywurst ist kein Problem, der ist normal. So. Das ist der so und so von der Dönerbude, ja, der isst auch Currywurst, das ist ein guter Muslim, der ist integriert, lieb, fein und so. Ne? Aber der Muslim, der Schweinefleisch isst, Vorsicht. Er könnte schon morgen mit dem Sprengstoffgürtel vor ihrer Pommesbude stehen und sich in die Luft geben. Aber auf jeden Fall. Da kommt auf jeden Fall ein Mädchen nach dem Vortrag zu, ein marokkanischer Bruder kommt zu mir und sagt, guck mal, dieses Mädchen dort, die ist ganz nah am Islam, die braucht nur ein bisschen Hilfe. Habe ich gesagt zu ihr, ja, ich habe gehört, du brauchst Hilfe, du hast einige Fragen, etc. Sagt sie zu mir, die war vielleicht damals 20, 21 Jahre alt. Das war 2008. Da sagt sie, ja, ich bin eigentlich überzeugt, dass der Islam die Wahrheit ist. Aber ich weiß nicht, ob ich alles 100% praktizieren kann. Was habe ich darauf zu ihr gesagt? Ich weiß das aber. Du kannst nicht alles 100% praktizieren, weil jeder Mensch Fehler macht. Aber du musst versuchen, das Beste zu geben. Der Prophet hat gesagt, Kullu bani Adam khatan wa khayru khata'ina tawwabun. Alle Söhne Adams machen Fehler. Und die Besten von denen, die Fehler machen, sind die, die Reue zeigen. Das heißt, nimm den Islam und dann arbeite an deinen Fehlern. Punkt. Okay, nächste Frage. Ja, aber ich möchte zuerst meinen Eltern Bescheid sagen. Also, das ist keine Bedingung. Hast du gedacht, du gehst jetzt zu deinen Eltern und sagst, ja, Mama, ich habe eine freudige Nachricht für euch, ich will den Islam annehmen. Und dann sagen die Eltern, ach, das ist aber schön. Ach, dann hast du hier den Kudi, hier hast du das, den Gesichtsschleier und hier hast du das Kopftuch, finden wir ja ganz toll. Hat sie auch gelacht, so wie ihr jetzt. Dann hat sie den Islam angenommen. Jetzt pass auf. Danach wollte ich die Geschichte wissen, wie sie dazu gekommen ist, den Islam anzunehmen. Jetzt pass auf. Sie, 20-jährige deutsches Mädchen, sie war an der Disco. Man hat sich einen getrunken. War ein bisschen, ne? Heiter gewesen. Nicht sehr heiter, aber ein bisschen. Und dann hat sie einen marokkanischen Bruder getroffen. Und dann, sie wusste nicht mehr, wie sie nach Hause. Nein, nicht der hier. Der hat da nichts mit zu tun. Und der Bruder ist ja auch jetzt richtig im Islam und so. Die hatten ja nichts miteinander oder so gehabt. Aber wie gesagt, auf jeden Fall, was war. Dann hat sie nachher, sie wusste nicht, wie sie nach Hause kommt, so hat sie ihn gefragt, ob er sie nach Hause fahren kann. Und unterwegs im Auto haben die zwei sich unterhalten. So über Gott und die Welt und hin und her. Und da meinte der Bruder so, ja, ich trinke keinen Alkohol, weil ich bin Muslim. Alhamdulillah. 20 Disco, aber wenigstens kein Alkohol. Besser als gar nichts. Auf jeden Fall, was danach passiert ist, und dann hat er gesagt, und wir glauben, dass wer den Islam nicht annimmt, für immer in die Hölle geht. Bumm. Da sagt sie, ich will nicht in die Hölle. Da sagt er zu ihr, okay, wenn du heute nach Hause kommst, dann hebe die Hände so zum Himmel, wie der Prophet Jeremia bei euch in der Bibel, oder mit Jeremia weiß ich jetzt nicht genau, aber hebe die Hände zum Himmel und sage, O Allah, zeig mir die Wahrheit als wahr und hilf sie mir zu befolgen und zeig mir das Falsche als falsch und hilf mir es zu vermeiden. Sie sagt, sie macht die Dua, am nächsten Tag wacht sie auf und sagt, boah, ihr Herz ist voll, sie möchte unbedingt wissen, was Islam ist. Da hat sie den Bruder gesucht, sie hatte keine Telefonnummer, nichts. Und am Ende hat sie ihn gefunden, er hat sie dann mit seiner Schwester zusammengebracht oder mit seinen Schwestern. Und da hat sie sich Vorträge auch von mir angeguckt. Und dann hat die Mutter rausbekommen, die interessiert sich für den Islam. Und was hat die dann gemacht? Dann hat die den Pfarrer geholt. Damit der Pfarrer jetzt mal mit ihr redet. Auf jeden Fall kam der Pfarrer dann. Und sie hat dann sich vorher ein Video angeguckt und hat sich Fragen rausgeschrieben für den Pfarrer. Sie sagt, ich habe mit dem geredet, der konnte mir keine einzige Frage beantworten. Nachdem ich mit dem Pfarrer fertig war, war ich noch sicherer, der Islam ist die Wahrheit. Auf jeden Fall, Alhamdulillah, am Endeffekt war das der Weg zum Islam. Was? Dass sie diese Dua gemacht hat. Und hier haben wir dasselbe bei Hamza. Hamza, der
wusste nicht, was er machen soll. So ist Hamza am nächsten Tag zum Propheten a.s. gegangen, hat ihm erzählt seine Klage, hat gesagt, ja, wie soll ich da rauskommen? Erzähle mir etwas. Und dann hat der Prophet a.s. ihm den Koran vorgelesen und da hat er den Islam angenommen. Und das war natürlich für Mekka erstmal eine Atombombe oder eine D-Bombe. Keine A-Bombe ist Atombombe und D-Bombe ist die Dauerbombe. Man muss dir vorstellen, jetzt hat Hamza den Islam angenommen. Hamza, der größte Krieger überhaupt. Was ist das für eine Stärkung? Okay, was passiert danach? 3 Tage später, Umar al-Khattab. Umar al-Khattab, Hamza, war neutral zum Propheten, a.s. vor seinem Islam gewesen. Das heißt, er hat ihn nicht bekämpft oder irgendwas. Aber Umar war anders. Umar hat Sklavenmädchen gefoltert. Und hat gesagt, denk nun, ich habe dich jetzt in Ruhe gelassen, weil ich Barmherzigkeit mit dir habe, sondern ich bin nur, mir ist nur langweilig geworden. Der war anders. Und Umar al-Khattab, der hatte vor dem Islam, bevor der Prophet gekommen ist, einen Traum, wo er gehört hat, dass jemand in Mekka auftritt und schreit, La ilaha illallah. Das ist eigentlich